Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das mehr oder weniger ein Erklärungsvideo werden soll. Und zwar handelt es sich wieder um Pottermore. Zu Pottermore kam ja jetzt sehr lange nichts auf meinem Kanal. Das liegt aber auch daran, dass sich Pottermore ganz, ganz extrem verändert hat. Was ihr sehen würdet, wenn ihr zum letzten Video auf meiner Pottermore-Playlist gehen würdet. Da ich jetzt aber viele von euch, viele von euch haben unter meine Videos kommentiert, die nicht wirklich die gesamte Playlist gesehen haben. Und ich habe unter den ersten beiden Videos wirklich gefühlt 50 Mal stehen gehabt, warum ich komme nicht mehr auf die Seite, wenn ich das eingebe, dann kommt was völlig anderes und wie bist du da drauf gekommen, wie hast du das auf Deutsch bekommen? Und immer wieder dieselben Fragen, die mir gestellt werden. Und um das Ganze jetzt ein bisschen vorzubeugen, um euch diese Fragen, die ihr habt, direkt zu beantworten, werde ich jetzt ein kurzes Erklärungsvideo machen, was es mit Pottermore momentan so auf sich hat. Was ihr hier seht, ist eines meiner Videos gewesen. Das ist mein erstes Pottermore-Video gewesen. So sah die Seite damals aus. Ja, es war quasi mein Profil, mehr oder weniger, wo ich dann hier so Zaubertrankzutaten sammeln konnte, Bücher und Schokofroschkarten und den ganzen Kram sammeln konnte. Hier unten hatte man dann, das wäre jetzt die Winkelgasse, wo man dann einkaufen gehen konnte. Und man hatte hier seine Hogwarts-Liste, die man abarbeiten musste, die ganzen Dinge, die man kaufen musste. Und hat dann hier halt seine Schulsachen gekauft. So, das war quasi der Beginn von Pottermore. Jetzt gehe ich hier mal kurz auf das zweite Video. Das war nämlich dann die Zuordnungszeremonie. In welches Haus wir quasi gekommen wären. Okay, jetzt braucht ihr ein bisschen zum Laden, bla bla. Okay, ja, da gab es auch immer vorher so ein Video von der Autorin, von J.K. Rowling selbst, die einem dann erklärt hat, was es mit dieser ganzen Geschichte denn jetzt so auf sich hat. So, und so sah Pottermore damals aus. Hier war dann jetzt halt, das war auch alles auf Deutsch, das war wunderbar, man hat alles verstanden. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass die Leute, die Pottermore gestalten, beziehungsweise auch J.K. Rowling selbst, beschlossen hat, dass Pottermore verändert werden muss. Und zwar sehr, sehr radikal verändert werden muss. Viele, viele Fans waren dagegen. Ich muss zugeben, ich habe mich am Anfang auf diese Veränderung gefreut, weil ich nicht wusste, was da auf uns zukommt. Ne? Ich dachte jetzt, das wird noch viel magischer und es wird viel größer und man wird noch mehr über Harry Potter erfahren. Gut, mit dem letzten war ich nicht ganz, lag ich nicht ganz falsch. Man wird definitiv viel mehr über Harry Potter erfahren, aber nicht auf diese Art und Weise, wie wir es hier von Pottermore kannten. Ja, ich glaube, ich zeige euch einfach mal kurz die neue Pottermore-Seite. Das hier ist jetzt Pottermore. Ne? Ist jetzt irgendwie doof, fand ich so. Ne? Wenn jetzt hier mal drauf geht, kann man nicht. Okay, blöd. Also, es ist jetzt einfach nur noch irgendein Cluster-Kack-Gedöns mit Texten, mit sehr vielen Texten und wohlgemerkt englischen Texten. Pottermore ist mittlerweile komplett auf Englisch. Und es ist nur noch sowas. Nur. Es gibt nur noch Texte. Und nichts anderes mehr. Hier könnt ihr dann discovern. Irgendwas könnt ihr jetzt eingeben. Ich würde dann Marauders halt, James Potter halt mal. So, fertig. Dann findet ihr das hier. Und dann habt ihr hier irgendwelche Bilder. Mit einem bisschen Text. So. Und das ist aber alles. Das ist einfach alles. Und mehr gibt es einfach nicht mehr. Wenn ihr jetzt hier dann auf Remus Lupin, dann gehen wir mal weiter. Weißt du, dann habt ihr hier dasselbe. So. Wieder ein paar Bilder mit ein bisschen Text. Und man erfährt einfach nichts über diese Leute. Und es ist einfach nicht mehr dieses Magische, was ich damals hatte. Man kann sich hier immer noch einloggen, man kann sich einen eigenen Account machen und kann dann tatsächlich auch sich wieder in ein Haus einteilen lassen. Das ist nach extrem großer Nachfrage wieder eingeführt worden. Das heißt, am Anfang gab es das auf dieser Seite gar nicht. Da konntet ihr euch gar nicht nochmal in ein Haus einsortieren lassen. Das ist irgendwie ein distanten Farbbug hier, ist egal. Da konntet ihr euch gar nicht in ein Haus einteilen lassen, sondern man hatte einfach nur diese Texte, ohne irgendwas anderes. Jetzt hier natürlich auch über Fantastic Beasts, dieser Film, der jetzt rauskommen soll, oder The Cursed Child, dieses Theaterstück. Gibt jetzt natürlich 100.000 Sachen. Dann gibt es hier einen Shop, den gab es damals auch nicht. Oder vielleicht gab es ihn, aber relativ versteckt. Aber es ist einfach, es ist Mist. Meiner Meinung nach ist es großer Mist. Und
Das Schlimmste daran ist die Tatsache, dass es halt einfach alles auf Englisch ist. Und ihr werdet, wenn ihr versucht, diese Sorting-Geschichten hier zu machen, muss mal ganz kurz gucken. Wenn ich mich jetzt einlogge, müsste ich das eigentlich schon gemacht haben. Ups. Okay, ich versuche das einfach mal später. Also, falls da Interesse bestehen sollte, werde ich mich hier gerne nochmal einloggen, werde mir einen eigenen Account machen und werde nochmal versuchen, mich in ein Haus einteilen zu lassen. Dann können wir ja mal gucken, ob ich immer noch ein Slytherin bin, ne? Oder ob ich jetzt vielleicht woanders hingehöre, vielleicht nach Ravenclaw oder vielleicht sogar Gryffindor. Nee, dann kann ich das ganz gerne machen, dass ich dann nochmal hier den Häusertest mache. Und was man auch machen kann, man kann wieder diesen Test für seinen Zauberstab machen. Das heißt, ihr könnt rausfinden, in welches Haus gehört ihr und welchen Zauberstab bekommt ihr. Aber natürlich seid ihr hier auf dieser Seite sehr, sehr weit weg von Hogwarts. Also dieses Schulfeeling, dieses interaktive Entdecken der verschiedenen Bücher und dieser Geschichten nochmal durchzugehen mit diesen Bildern, das fand ich unglaublich geil. Und ich muss zugeben, was das hier ist, das ist einfach, ich bin schon ewig nicht mehr auf Pottermore gewesen, weil diese Seite mich einfach abschreckt. Ich mag die Seite nicht. Und ich werde hier auch nicht mehr viel Zeit verbringen. Das heißt, sämtliche neuen Infos, die es hier jetzt zu finden gibt quasi, werde ich auch einfach nicht mehr bekommen, weil ich auch wirklich, so sehr ich wirklich Potterhead bin, ich habe nicht die Lust und die Nerven, mir hier sämtliche Texte auf Englisch durchzulesen, zumal mein Englisch jetzt auch nicht das absolut Beste ist. Und ich weiß, dass viele meiner Zuschauer auch jünger sind als ich und deren Englisch wahrscheinlich noch schlechter ist als meins. Und die kommen jetzt auf dieser Seite natürlich überhaupt nicht mehr zurecht. Also ich finde das wirklich wahnsinnig schade, was hier aus dieser Seite geworden ist. Ich meine, um das Ganze mal ein bisschen hier explore the story. Es gibt hier immer mal wieder so, also das sind natürlich tatsächlich die Bilder vom alten Pottermore, also die Bilder haben sie behalten. Hier zum Beispiel, wer sich daran erinnert, bei meinen ersten Folgen, die Zuordnungszeremonie, hier ist zum Beispiel auch eine Karte von der Winkelgasse. Was ich eigentlich ziemlich cool fand, hier Madame Melkins, hier ist das Eulenkaufhaus. Was haben wir noch? Flourish and Plots. Wo ist Ollivander? Ich finde Ollivander nicht. Oh mein Gott. Gut. Jedenfalls. Ja. Das sind so. Das sind so Kleinigkeiten. Ihr könnt euch hier ja auch ganz gerne mal umschauen. Das Problem ist, man kriegt diese Seite nicht auf Deutsch. Sie wird auf Englisch bleiben. Da könnt ihr nichts dran ändern. Es hieß, dass irgendwann mal die Seite übersetzt werden soll. Allerdings steht das echt noch in den Sternen. Also wann das jetzt sein wird, das weiß keiner so genau. Dementsprechend. Wizarding Schools hat sie jetzt zum Beispiel auch andere Schulen. Außer Hogwarts und Durmstrang und Bourbon hat sie hier noch andere. Mahou Tokoro ist wahrscheinlich irgendwas Chinesisches. Castelo Bruxo, wie auch immer. Bourbon, wo auch immer die alle sind. Da könnt ihr euch dann durchlesen, aber wie gesagt, alles auf Englisch. Wo diese Schulen sind, das ist natürlich Afrika. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich China. Japan. Das ist alles dasselbe. Wo ist das? Brasilien, okay. Also da könnt ihr euch dann durchlesen, wo die Schulen sind und wo die Unterschiede zu Hogwarts sind und so weiter. Also es gibt definitiv 100.000 Infos hier von J.K. Rowling selbst tatsächlich, weil sie hat ja Pottermore quasi mitgestaltet und ist mit ein Teil dieser Seite. Aber ja, es ist halt alles auf Englisch und wenn ihr nicht sehr gut Englisch könnt, dann werden diese Texte größtenteils für euch auch ein Rätsel bleiben, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich muss zugeben, ich hätte wahnsinnig gerne die alte Seite wieder. Und da gibt es eine Petition, die mir unter eins meiner Videos auch tatsächlich gepostet wurde. Kleinen Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Hier.
Change.org. Bring back the old Pottermore. Das ist dann quasi, dass man das alte Pottermore wieder zurückbringen soll. Ich packe euch den Link gerne unten in die Videobeschreibung. Da dürft ihr dann gerne diese Petition unterstützen. Wir haben mittlerweile 5.800 Leute, die das unterstützen. Wir brauchen aber 7.500 für einen Meilenstein sozusagen. Und ja, da suchen wir halt jetzt ganz verzweifelt Menschen, die das alte Pottermore wieder haben wollen. Weil ich finde dieses neue einfach Quatsch. Ich finde das dämlich. Ja, hier haben noch einige geschrieben, warum sie das alte... Also man soll quasi auch schreiben, warum man diese Petition unterstützt. Und ich habe das, glaube ich, auf Deutsch geschrieben, weil... Ja, hier ist Dallas zum Beispiel. Niederlande, Spanien. Also aus allen Ländern sind hier Leute dabei, die das wirklich unterstützen. Und falls ihr auch der Meinung seid, dass das alte Pottermore definitiv viel besser war, schaut unten in die Videobeschreibung, geht auf den Link. Und ihr müsst einfach nichts weiter machen als hier... jetzt wartet mal ganz kurz. Ich habe das jetzt leider schon gemacht, deswegen ist das für mich nicht mehr möglich. Ihr müsst einfach nur ja quasi auf so einen Button drücken, dass ihr das Ganze unterstützen wollt. Und eine persönliche Nachricht, das ist optional, das müsst ihr nicht machen. Das wäre dann hier oben quasi, dieses Button-Dings, wo ihr draufdrücken müsst. Und hier unten müsst ihr dann quasi, könnt ihr eine Nachricht schreiben, warum ihr das alte Pottermore gerne wiederhaben möchtet. So, und dann geht ihr auf Absenden oder so oder unterschreiben und dann war es das. Also ihr geht auch keine vertraglichen Bindungen hier mit ein oder sowas. Es ist einfach nur, dass ihr sagt, dass ihr gerne das alte Pottermore wiederhaben möchtet. So, jetzt haben wir es. Gut, wie gesagt, wenn da Interesse bestehen sollte, mache ich mir hier gerne nochmal einen Account und werde nochmal die Sorting-Gedöns machen, dass ich einsortiert werde in ein Haus und werde mir dann auch gucken, dass ich vielleicht meinen Zauberstab bekomme. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, da natürlich diese Zuordnungszeremonie auch auf Englisch ist, dass ich euch das eventuell so ein bisschen übersetzen kann, was da für Fragen dann kommen. Gut, erstmal so viel dazu und ich hoffe, es hat euch einigermaßen zugesagt und vor allem hoffe ich jetzt, dass ich diesen Kommentaren aus dem Weg gehen kann, weil wirklich 100.000 Leute haben mir darunter geschrieben, das kann ich euch hier mal zeigen. Ups, Moment. Ups, ey, okay, jetzt. Wow, 1.700 Aufrufe schon, Wahnsinn. Moment. Wie kommt man auf die Seite, wenn ich auf den Link gehe, ist eine große Übersicht und alles auf Englisch. So, ja gut. Wie hast du das auf Deutsch eingestellt? Dann, glaube ich, bei den ersten Videos waren auch noch einige. Ups. Ich habe versucht, zu diesem Spiel zu gelangen, doch es hat bei mir nicht geklappt. Bla bla bla. Wie hast du es Deutsch geschafft? Und so weiter. Also jeder... Also wirklich, 100.000 Leute schreiben mir hier runter, wie hast du das gemacht, wie kommt man auf die Seite, bla bli blub. Und am Ende dieser Playlist, hier, das letzte Video, da zeige ich, was sich hier verändert hat. Da zeige ich, dass Pottermore nur noch so ein Clusterquatsch ist. Und zu diesem Video kommen aber die meisten überhaupt nicht, weil die sich gar nicht die Zeit nehmen, die Playlist bis zum Schluss durchzugucken, sondern dann direkt in die Kommentare schreiben, so, wie hast du das geschafft, wie hast du das geschafft? Hier auch wieder, hey, hab mal eine Frage, wo kann man so einen Häusertest machen? Weil ich habe das nicht mehr bei Pottermore und im Internet. Ja, Deutsch und so, ne? Ja. Also, falls, wie gesagt, da Interesse besteht, kann ich das gerne nochmal machen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch einigermaßen zugesagt hat und unterstützt wirklich, wenn ihr der Meinung seid, dass das alte Pottermore besser war, was meine Meinung definitiv ist, unterstützt diese Petition und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir das alte Pottermore wiederkriegen. Ich bezweifle es zwar sehr stark, aber ich hoffe, dass wir wirklich irgendwann wieder wegkommen von diesem Cluster-Mist hier. Ganz ehrlich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!